Hallo, schön, dass ihr zuseht, obwohl ihr noch so viel lesen müsst. Für die Schule, die Uni oder die Arbeit. Lustigerweise ist Prokrastination heute nicht das Thema, sondern kann man eigentlich schnell lesen lernen? Schnell schreiben ist anscheinend sehr einfach, auch wenn die Lesbarkeit ein bisschen leidet. Aber lässt sich Harry Potter Band 7 wirklich in 47 Minuten lesen? Bevor ich erzähle, wer diesen Harry Potter Band in dieser Wahnsinnszeit gelesen hat, und warum? Erstmal, lesen ist eine unglaubliche Leistung unseres Gehirns. Ich finde das total faszinierend. Da sind ein paar abstrakte Symbole, also Zeichen, die an sich erstmal keine Bedeutung haben. Und wir sehen diese Buchstaben, erkennen Wörter und aus diesen Wörtern entstehen dann in unserem Gehirn Bilder. Oder wir setzen das, was wir lesen, in die Tat um. Nee, nicht hier drücken. Weiter unten. Oder Gefühle kommen hoch. Das komplette Spektrum von Tränenlachen bis Rotz und Wasser heulen. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mindestens ein Buch gelesen, das euch komplett umgehauen hat. Schreibt mal in die Kommentare, welches das war und was es mit euch gemacht hat. Das würde mich total interessieren. Bei mir war es zum Beispiel eine Kurzgeschichte von Ambrose Bierce. Die habe ich vor Jahren zum ersten Mal gelesen. An Occurrence at Owl Creek Bridge, so heißt die. Das ist die Geschichte von einem amerikanischen Soldaten, der gerade dabei ist, gehängt zu werden. Es wird erzählt, wie er entkommt und flüchtet. Und am Ende stellt sich heraus, dass der ganze Text, die ganze Flucht, im Grunde nur seine Halluzination beim Zeitpunkt des Erhängens war. Ich muss nur dran denken und ich bekomme Gänsehaut. Ja, das macht Lesen. Gut, zugegeben, es ist nicht nur das Lesen, es ist auch die Geschichte, die einen packt, aber trotzdem haben Wörter einen unglaublichen Einfluss auf unser Gehirn. Wenn ihr das nächste Mal zum Beispiel abonnieren lest, dann werdet ihr an Organspenden denken, obwohl es sowas wie abonnieren gar nicht gibt. Das läuft völlig unabhängig von irgendwelchen Geschichten. Oder anders gesagt, Lesen machen wir so automatisch, dass es andere Vorgänge im Gehirn komplett überlagert. Das heißt was? Zeige ich euch mit einem kleinen Versuch. Hier erscheinen gleich Wörter in verschiedenen Farben. Die Aufgabe ist, laut zu sagen, in welcher Farbe das jeweilige Wort geschrieben ist. Ich mache das mal vor und ihr könnt dann gern zurückspringen, Ton ausschalten und es selbst ausprobieren. Okay, los geht's. Grün, blau, rot, gelb, orange, grün. Gelb, lila, blau, grün, rosa, gelb. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen. Wenn Wortfarbe und Farbwort übereinstimmen, dann ist es ganz leicht zu sagen, in welcher Farbe das Wort geschrieben ist. Stimmen aber Wortfarbe und Farbwort nicht überein, ja, dann fängt das Hirn an zu stolpern, wenn man sagen soll, in welcher Farbe das Wort geschrieben ist. Wenn ihr denkt, ich habe nur so getan, als ob, gerade eben beim Versuch, dann probiert es einfach selbst aus. Dieses Phänomen heißt Stroop-Effekt, benannt nach John Ridley Stroop, der seinen Versuch 1935 veröffentlichte. Schon einige Jahrzehnte vorher war Wissenschaftlern aufgefallen, dass es Menschen leichter fällt, ein Wort zu lesen, rot, als zu beschreiben, welche Eigenschaften dieses Wort hat, blau. Und beim Lesen wird noch was anderes deutlich, und zwar, wie gut unser Gehirn Muster erkennen kann. Wörter sind auch eine Art Muster. Und auch die kann unser Gehirn super erkennen, selbst wenn sie nicht so geschrieben sind, wie man das normalerweise erwarten würde. Im Gehirn werden die Wörter unbewusst abgeglichen und erkannt. Und das funktioniert sogar dann, wenn der Text verschmiert ist oder es dunkel ist. Oder auch, wenn es gar keine Buchstaben sind, sondern ganz andere Zeichen. Könnt ihr direkt mal ausprobieren. Hier ist ein Beispiel. Das funktioniert, weil unser Gehirn aus Erfahrung gelernt hat und nicht mehr jeden Buchstaben einzeln wahrnimmt, sondern das Wort als Ganzes. Deshalb fällt auch nicht auf, wenn einzelne Zeichen fehlen oder falsch geschrieben sind. Wörter sind nämlich in einem mentalen Lexikon gespeichert. An bestimmten Merkmalen erkennt das Gehirn die einzelnen Wörter, auch wenn sie mit unbekannten Symbolen geschrieben sind. Außer natürlich, man fängt gerade erst mit Lesen lernen an. Lernen zu lesen bedeutet auch zu lernen, ganz viele Einzelvorgänge des Gehirns zusammenzubringen. Nur, dass ihr mal so einen groben Eindruck bekommt, was beim Lesen alles passiert. So ein Wort erscheint zuerst auf der Netzhaut und dann im visuellen Kortex, in dem alle visuellen Reize verarbeitet werden.
Von da gelangt es in einen Bereich des Gehirns, in dem das Wort erkannt wird. Und dann geht ein wahres Feuerwerk los in ganz unterschiedlichen Bereichen des Gehirns. Dazu gehören das Verstehen der Bedeutung dieses Wortes, die Lautbildung im Kopf und die Gefühle, die dadurch ausgelöst werden. Wichtig sind außerdem das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Die müssen beim Lesen zusammenarbeiten. Lesen beschäftigt unser Gehirn in ganz vielen Bereichen gleichzeitig und kann dadurch viele andere Vorgänge überlagern. Ja, und warum nimmt Lesen unser Gehirn so in Besitz? Es liegt vielleicht daran, dass es fürs Lesen im Gehirn keinen eigenen Bereich gibt. Ist ja auch irgendwie logisch. Wir Menschen lesen wahrscheinlich erst so seit 6000 Jahren. Zumindest sind die ältesten Schriftsysteme ungefähr so alt. Vielleicht gab es vorher auch schon vereinzelt Schriften, aber klar ist, verglichen mit anderen evolutionären Entwicklungen, die wir als Menschheit durchgemacht haben, ist das Lesen eine echt junge Errungenschaft. Wenn wir lesen lernen, greift das Gehirn auf Fähigkeiten zurück, die eigentlich für andere Zwecke entwickelt wurden, wie das Sehen, das Erkennen von Lauten oder das Verstehen von Sprache. Das Tolle beim Lesen ist, je mehr wir lesen, desto mehr verändern sich die Strukturen und Funktionen bestimmter Hirnregionen. Anders ausgedrückt, wenn unser Gehirn liest, verändert es sich gleichzeitig selbst. Denn durchs Lesen lernen wir nicht nur neue Wörter kennen, wir entwickeln auch neue Fähigkeiten. Aber hier geht es ja ums Schnelllesen. Was muss ich lesen, um ein Schnellleser zu werden? Oder gibt es irgendwas anderes, das hilft? Die meisten lesen zwischen 150 und 250 Wörter pro Minute. Lässt sich das steigern auf ein Tempo von, keine Ahnung, 1000 Wörtern, das manche Schnellleser erreichen? Es werden ja viele Apps angeboten und Bücher mit Techniken und Ideen und Theorien, die alle dabei helfen sollen, richtig schnell zu lesen. Aber was funktioniert? Oder allgemeiner gefragt, welche Vorgänge beim Lesen lassen sich wirklich aktiv beschleunigen? Es gibt eine Arbeitsgruppe in ganz Deutschland für Schnelllesen an der Uni Wuppertal. Dort forscht Ralf Radach zu genau diesem Thema und er hat uns 5 Tipps gegeben, mit denen ihr eure ganz persönliche Lesegeschwindigkeit verdoppeln könnt, wenn ihr genügend übt. Also wenn wir lesen, dann bewegen sich unsere Augen nicht wie ein Scanner gleichmäßig über den Text. Vielmehr springt unser Blick. Und oft ist es beim Lesen so, dass wir im Text zurückspringen, zum Beispiel weil wir in Gedanken abgeschweift sind. Dieses Zurückspringen wird Regression genannt und das bremst verständlicherweise das Lesetempo. Deshalb ist Tipp Nummer 1, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Also fast nimmer. Ich erzähle gleich, warum Regressionen auch ihre Berechtigung haben. Aber erstmal, wie kann man üben, weniger Rücksprünge zu machen? Ihr könntet zum Beispiel Mauszeiger, Stift oder Finger über den Text bewegen, während ihr lest. Oder ihr verdeckt mit einer Karteikarte den Teil des Textes, den ihr schon gelesen habt. Allerdings solltet ihr wissen, wenn ihr das Zurückspringen immer komplett unterbindet, ja, dann könnte euer Textverständnis darunter leiden. Denn, und das ist der Grund, warum wir überhaupt sowas wie Rücksprünge einbauen, wir machen das, wenn wir was nicht richtig verstanden haben. Dann hilft ein Rücksprung. Damit lassen sich Fehler beim Verstehen korrigieren. Und wo ich gerade davon spreche, wie die Augen sich bewegen, es gibt den Tipp, dass man übt, den Bereich zu vergrößern, den die Augen mit einem Blick erfassen können. Könnt ihr getrost vergessen. Es gibt in der Forschung keine Hinweise, dass das überhaupt möglich ist. Außerdem, wenn ich mit einem Blick eine ganze Zeile oder sogar eine ganze Seite erfassen möchte, ist das physisch eigentlich gar nicht möglich. Denn man sieht ja nur in einem kleinen Bereich des Sehfeldes scharf genug, um Buchstaben überhaupt zu erkennen. Übrigens, mehr dazu, wie wir sehen, seht ihr in diesem Video. Was aber funktioniert ist, Tipp Nummer 2, Chunking. Klingt wie eine fernöstliche Kampfkunst, bedeutet aber, mental sinnvolle Wortgruppen zu bilden. Die können dann mit einem Blick erfasst werden. Auch das muss man lernen. Mit ein bisschen Übung könnt ihr dann zum Beispiel Wortgruppen, die sehr häufig vorkommen, wie der tolle Ralf, mit einem Blick aufnehmen und nicht mit mehreren. Das sorgt auch für Tempo. Und was auch ganz sicher das Lesetempo steigert, ist Tipp Nummer 3. Lesen, nicht sprechen. Heißt, ihr solltet euch nicht selbst leise vorlesen, denn Sprechen ist langsamer als Lesen, auch wenn sich einige Menschen sehr viel Mühe geben, das Sprechtempo dem Lesetempo anzugleichen und zum Beispiel aus Wörtern wie Parteivorsitzende Parteifurzende werden.
Wenn ihr das leise mitsprechen lasst, dann steigert ihr automatisch euer Lesetempo. Das heißt natürlich nicht, dass ihr keine innere Stimme mehr hören sollt. Ganz ohne phonologische Beteiligung, wie man so schön sagt, geht es nämlich auch nicht. Aber das tatsächliche 1:1 Mitsprechen im Kopf, das solltet ihr nicht tun, wenn ihr schneller lesen möchtet. Ein gutes Training dafür ist, beim Lesen sinnvolle Silben lautlos für euch hinzusprechen. Bei mir klappt das ganz gut, wenn ich beim Lesen leise bla 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 sage. Das irritiert auch überhaupt nicht andere Leute, die das zufällig mitbekommen. Was bei mir seltsamerweise auch sehr gut klappt fürs schnelle Lesen ist Tipp Nummer 4. Tempo machen. Erinnert euch daran, schnell zu lesen und treibt euch selbst an. Auch das lässt sich üben. Es ist ein bisschen wie beim Gehen. Normalerweise schlendere ich eher. Aber wenn ich mich selbst daran erinnere, schneller zu gehen, dann bekomme ich total Geschwindigkeit. Am meisten fürs Schnelllesen hilft, das tut mir echt leid, das ist ein bisschen langweilig, der Tipp, aber es ist einfach so. Tipp Nummer 5. Lesen, 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 lesen. Das ist die beste Übung, schnell durch Texte zu kommen. Denn je mehr ihr lest, desto besser wird eure Fähigkeit, Wörter zu erkennen. Und je besser diese Fähigkeit ist, desto schneller erfasst ihr alle möglichen Texte. Aber natürlich könnt ihr auch einfach so das Lesen genießen, ohne dabei super schnell zu sein. Ich meine, so ein Menü im Sternrestaurant würde ja auch niemand im Standmixer zu Brei verarbeiten und durch einen Strohhalm trinken, nur weil es schneller geht. Ah, und wie war das mit Harry Potter? Band 7 in 47 Minuten zu lesen, das macht man wahrscheinlich auch nur aus beruflichen Gründen. Ja, tatsächlich. Das hat die Speed-Reading-Weltrekordlerin Anne Jones bei Erscheinen von Harry Potter and the Deathly Hallows in einer Buchhandlung in London getan. Mit einem Lesetempo von 4200 Wörtern pro Minute war sie in 47 Minuten durch und konnte dann ihre Zusammenfassung den britischen Nachrichten verkaufen. Sachen gibt's. Schreibt mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Schnelllesen gemacht habt. Wir sehen uns dann ganz entspannt wieder beim nächsten Mal. Tschüss.